Normalerweise rede ich ja nicht über das Thema Dating. Look at this. Mit euch meine Woche planen. Und willkommen zu diesem Sunday-Vlog. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich dachte, ich filme euch heute mal einen kleinen Sonntagsvlog mit, weil heute ist ein etwas besonderer Sonntag. Normalerweise rede ich ja nicht über das Thema Dating, Beziehung etc. pp. Aber ich dachte mir, wieso nicht? Wieso nicht? Ich update euch mal, beziehungsweise ich erzähle euch, was heute passiert ist. Seit heute führe ich eine Fernbeziehung. Mein Freund ist jetzt für ein halbes Jahr weg. Und ja, das war am Anfang erstmal ein Schock, als ich das erfahren habe. Und ich dachte mir so, nein, geh nicht. Aber ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich mich auch ein bisschen drüber freue. Also nicht, dass ich ihn loswerden möchte oder so. Aber ich freue mich so ein bisschen über die gewonnene Freiheit, die ich gerade habe. Dass ich jetzt mehr Zeit für mich wieder habe. Dass ich mein Bettchen mit niemandem teilen muss. Und ja, deswegen ist heute so der erste Tag, der Start ins Single-Leben. Spaß. Der Start in, Clara hat wieder mehr Zeit für sich. Clara kann sich wieder mehr auf sich konzentrieren ein bisschen. Und das finde ich eigentlich ganz cool, ganz sweet. Ich werde ihn natürlich oft besuchen. Also es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie in einem anderen Land wäre. Ansonsten ist heute Sonntag und das bedeutet auch Sunday Reset. Für mich steht heute an, ich muss heute staubsaugen, ich muss die Pflanzen gießen, ich muss mein Bett neu beziehen und dann fahre ich auch noch zum Sport nachher. Danach würde ich gern baden. Und ich habe heute noch zwei Sachen, auf die ich mich mega freue. Zum einen werde ich heute Wildfire zu Ende lesen. Ich habe nicht mehr viele Seiten, ich glaube es sind noch so 60, 70 Seiten. Auf jeden Fall werde ich heute Wildfire zu Ende lesen. Ich habe es mir fest vorgenommen, weil ich habe keinen Bock mehr auf dieses Buch und ich freue mich, ein anderes Buch anfangen zu können. Und zum anderen habe ich mir vorgenommen, heute meinen Schreibtisch umzubauen. Ich habe mir was bestellt, ihr werdet sehen. Ich habe richtig Bock. So, aber jetzt heißt es erstmal productive sein und die Wohnung clean machen. Let's go. Okay Leute, ich habe gerade versucht zu staubsaugen und unser Staubsauger-Roboter funktioniert jetzt auf einmal auch nicht mehr. So, das macht mich literally so aggressiv und ich bin so kurz davor, mir jetzt einfach einen Dyson zu bestellen, weil ich den schon die ganze Zeit haben will. Ich lasse jetzt erstmal den Staubsaugerfilter trocknen und dann versuche ich es heute Abend nochmal. Aber ich bin sauer und muss jetzt erstmal ein bisschen runterkommen. Auch sowas gehört zu einem guten Sonntag dazu, oder? Aggression wegen Staubsaugern bekommen. Ne, ich kümmere mich jetzt erstmal um die anderen Sachen. Pflanzen gießen und mein Bett beziehen. Ich bin gerade vom Sport zurückgekommen und heute war sehr gut. Ja, jetzt wird gleich erstmal gegessen. Ich habe nämlich riesigen Hunger. Und danach lasse ich mir wahrscheinlich ein Bad ein für Cozy Evening. Und Leute, ich muss euch was zeigen. Ich habe nämlich Post bekommen von der lieben Sally, weil sie ihre eigene Brand launcht im Bereich, wie sagt man denn?
Also sie macht so To-Do-Listen, Einkaufslisten und sowas. Und sie hat mir diesen Weekly Planner geschickt. Der ist halt so durchsichtig und du kannst da mit einem Stift draufschreiben und das wieder wegmachen. Was ich sehr cool finde. Vor allem, weil ich so jemand bin, der oft Sachen plant und dann umplant. Und hiermit ist das sehr einfach umzuplanen. Und ich habe gedacht, dass ich mir hierfür so, dass das mein Content Board wird. Also, dass ich hier drauf meinen Content plane. Und ja, ich habe richtig Bock drauf. Ich glaube, das mache ich heute Abend. Heute Abend ist es ja Sonntag. Und sonntagsabends kann man immer gut die Woche planen, die nächste. Und das werde ich dann machen. Und checkt alle Lucid Art aus. Die Waschmaschine läuft noch, deswegen kann ich mir noch kein Bad einlassen. Und ich dachte, es ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um einfach mal eben meinen Schreibtisch umzuräumen. Das ist meine aktuelle Schreibtischsituation. Ich habe hier literally keinen Platz für irgendwas. Ja, irgendwie der Platz sehr schlecht genutzt ist. Und ich habe mir überlegt, dass ich einen Bildschirm entfernen möchte, weil ich das eh nicht brauche und nicht benutze. Also ich bin so selten am PC generell. Und als erstes werde ich jetzt einfach mal diese ganzen Sachen hier entfernen, wie Mikrofon, Kamera. Es soll alles von dieser Seite auf diese Seite hier kommen. Hier, man muss immer so aufpassen, dass man sich nicht die Finger einklemmt. Wirklich. Kurzes Update, es ist jetzt ein Bildschirm weg und alle Sachen auf die andere Seite gefestigt. Und so schaut das Ganze jetzt aus. Erstmal, keine Sorge, Leute. Also hier ist quasi PC-Setup und hier ist Unordnung. Aber das werden wir jetzt auch noch fixen. Ich muss den PC mal anmachen, damit es hier auch ein bisschen schöner aussieht. Jetzt muss ich erstmal den Tisch putzen. Der sieht nämlich ganz schön dreckig aus und ich räume hier mal die Sachen weg, die hier so unnötig rumstehen. Der nächste Schritt wird jetzt dieses Paket sein. Ich habe nämlich etwas bestellt für den Schreibtisch. Und ich hoffe, dass es gut aussehen wird. Box in einer Box. Die Farbe ist ein bisschen anders, als ich es mir vorgestellt habe. Ein bisschen gelblicher. Aber wir schauen einfach mal. Das ist nämlich so ein kleiner Stand für den Bildschirm. Und es sind einfach nur so Holzdübel dabei. Also es sollte jetzt ganz schnell gehen, das zusammenzubauen. Tada! Hier drauf kommt jetzt halt der Bildschirm. Kann man machen. Okay, ich finde es in Ordnung. Aber es fehlt auf jeden Fall noch Deko. Also wenn jetzt hier noch so süße Sachen mit drauf wären, wäre es cool. Und ich dachte, das passt vielleicht da drunter. Tut es aber nicht. Also 5 von 10. Aber vielleicht wird es ja noch was. Vielleicht kann ich das ja noch irgendwie süß machen. Und mit ein bisschen Deko und sowas. Jetzt erstmal den anderen Teil des Schreibtisches wieder beladen. Look at this. Also, es sieht so cute aus jetzt und ich habe jetzt hier so viel mehr Platz, um mich morgens zu schminken oder mal meinen Arbeitslaptop hinzustellen und sowas. Ich kann auch theoretisch hier jetzt die Tastatur wirklich hier runterschieben. Also, das ist schon wirklich sehr süß jetzt. Und ich habe halt trotzdem immer noch mein Mikrofon und meine Kamera und sowas, aber halt alles auf der anderen Seite. Ich habe heute definitiv nicht genug Wasser getrunken. Ich komme gerade aus der Badewanne. Meine Socken sind dreckig, die müssen erstmal weg. Ich fühle mich so gut. Ich liebe es zu baden. Und ich wollte mich jetzt hier hinsetzen und mit euch meine Woche planen. Schnappe ich mir doch erstmal mein Bullet Journal. Ich weiß gar nicht, ob ich schon was drinstehen habe für nächste Woche. Ich kann jetzt erstmal aus meiner To-Do-Liste den Schreibtisch umbauen rausstreichen. Das habe ich erfolgreich getan. Und heute war ich auch beim Sport. So, nächste Woche. Oh, das ist schon die Hälfte des Monats. Ich muss auch sagen, ich bin eigentlich ganz gut ins neue Jahr jetzt reingesettelt. Also ich fühle mich wohl im neuen Jahr. Es hat sich jetzt ja einiges verändert für mich. Zum einen arbeite ich jetzt einen Tag weniger die Woche. Und darum bin ich sehr happy. Also wirklich, damit geht es mir wirklich um einiges besser. Ich fühle mich bei weitem nicht so gestresst, wie ich es früher gemacht habe an Wochenenden. Also ihr müsst euch wirklich vorstellen, mir ging es an den Wochenenden immer sehr, sehr schlecht. Ich habe mich nie erholt gefühlt. Ich war immer gestresst. Ich hatte immer das Gefühl, okay, es ist nicht genug Zeit, um mich zu erholen. Und jetzt fühle ich mich erholt. Es ist Sonntagabend und ich bin wirklich ready für die nächste Arbeitswoche. Und, wie ich vorhin schon angesprochen habe, ist jetzt einfach noch eine große Veränderung, dass ich jetzt eine Fernbeziehung führe. Montag werde ich erstmal arbeiten von
9.30 Uhr bis 18 Uhr. Dienstag versuche ich ein bisschen früher anzufangen mit der Arbeit, damit ich auch früher aufhören kann, damit ich zum Sport gehen kann. Das heißt, ich schreibe hier 8.30 Uhr bis 17 Uhr mal hin. Mittwoch gehe ich natürlich auch arbeiten und Donnerstag arbeite ich dann aus dem Zug. Am Montag habe ich Therapie, aber nicht um 20 Uhr, sondern um 19 Uhr. Am Dienstag möchte ich zum Paul gehen und Freitag werde ich dann wahrscheinlich mein Video schneiden. So sieht jetzt die Woche für nächste Woche aus. Am Wochenende habe ich einfach gar nichts vor. Das ist auch mal eine Neuheit. Ich habe sonst am Wochenende mindestens immer Sport vor. Genau, und ansonsten Arbeit, Therapie, zum Pole Dance gehen. Meine Affirmation für nächste Woche. Die von dieser Woche war: Take it slow and follow your heart. Und ich habe es slow getaked. Have fun. Have fun ist meine Affirmation für nächste Woche. Ich möchte einfach Spaß haben. Und ganz viele kleine Herzchen. Ich finde es immer süß, so einen kleinen Spruch zu haben für die Woche, wo man sich dann immer so wieder dran erinnert. Ich freue mich auf die kommende Woche. Ich glaube, das wird eine gute Woche. Ich habe mich gerade schon fertig gemacht. Ich habe meine Skincare gemacht. Ich habe meine Knieschiene schon drin. Und jetzt werde ich wirklich dieses Buch zu Ende lesen. Es zieht sich so. Es ist so krass. Ich bin so froh, wenn ich es einfach durch habe. Ich werde jetzt zu müde sein, um gleich noch ein Update zu geben. Deswegen werdet ihr die Bewertung entweder auf Instagram sehen oder in meinem nächsten Monatsreset. Und hiermit endet dieser Vlog auch. Ich danke euch, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst wie immer gerne einen Daumen nach oben da, einen Kommentar da. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bobby sagt auch noch gute Nacht. Ich genieße jetzt meine Abendroutine. Ciao.